Hallo liebe Faultiere und herzlich willkommen zum Thema Beauftragte für den Haushalt 1. Was machen Beauftragte für den Haushalt? Der Haushalt verursacht in den Behörden und Einrichtungen, die Bundesmittel verwalten, natürlich eine Menge verantwortungsvoller Arbeit. Deshalb sind in allen diesen Dienststellen Beauftragte für den Haushalt oder in Verwaltungssprache BFDH gemäß § 9 Absatz 1 BHO zu bestellen. Sie tragen die Verantwortung für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans innerhalb der jeweiligen Dienststelle, also alle Zuständigkeiten der Exekutive im Haushaltskreislauf. In den Verwaltungsvorschriften zu § 9 sind einzelne Rechte und Pflichten der Beauftragten festgehalten. Um der Verantwortung gerecht werden zu können, sollen die Beauftragten der Leitung ihrer Dienststelle unmittelbar nachgeordnet werden, sagen die VV zu § 9. Sie dürfen Aufgaben bei der Ausführung des Haushaltsplans übertragen, behalten aber die Verantwortung für die Aufstellung, auch wenn sie sich natürlich Informationen und Daten aus ihrer Dienststelle zuliefern lassen können. Wie diese Übertragung der Bewirtschaftung funktioniert, das regelt die Verwaltungsvorschrift Nummer 3 zu § 9. Die Beauftragten dürfen Bundesmittel auch anderen Dienststellen, und das müssen nicht nur Bundesdienststellen sein, zur Bewirtschaftung übertragen, mit der Folge, dass bei diesen Dienststellen dann auch Beauftragte für den Haushalt zu bestellen sind. Sie können innerhalb der eigenen Dienststelle die Bewirtschaftung, also Mittelverteilung oder Mittelverwendung, anderen Beschäftigten übertragen. Übertragen Sie das Recht zur Mittelverteilung, dann nennt man diese Beschäftigten entsprechend Mittelverteiler. BFDH und Mittelverteiler können ihrerseits Beschäftigte bestimmen, die die Mittelverwendung übernehmen. Die nennt man aber nicht Mittelverwender, sondern Titelverwalter. Die Verwaltungsvorschriften zu § 9 benutzen dabei immer den Begriff Beschäftigte, so als seien das natürliche Personen. In der praktischen Umsetzung wäre das wegen der hohen Beweglichkeit und Fluktuation von Personal aber eher ungünstig. Deswegen ist es durchaus praktisch, die Bewirtschaftung nicht Beschäftigten im Sinne von natürlichen Personen zu übertragen, sondern Organisationseinheiten innerhalb der Dienststelle. Die Beauftragten für den Haushalt selbst und ihre unmittelbaren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter sind aber immer namentlich benannte natürliche Personen. Durch diese Übertragung der Bewirtschaftung ergeben sich Bewirtschafterstrukturen, wie man die nennt, die sehr groß und komplex sein können oder aber sehr klein und eher simpel. Das liegt aber im Ermessen der einzelnen Beauftragten für den Haushalt. Was aber alle diese Bewirtschafterstrukturen gemeinsam haben, ihre Wurzel bildet immer der oder die BFDH der obersten Bundesbehörde und alle ihre Zweige enden bei Titelverwaltern. Na und damit reicht's auch schon wieder. Bleibt faul und bis zum nächsten Mal.